Das wollen Sie nicht verpassen. 14. bis 16. Juni, Salzmarkt in Lößnitz. Freitag Kutscherschmaus und Geschichten von der Salzstraße. Samstag Lößnitz empfängt den historischen Salzzug. Sonntag großer Salzhandel wie in alten Zeiten. 3 Tage Live-Musik, Handwerkermarkt und Ritterspiele. Und endlich wieder selbstgebrautes Lößnitzer Bier. Das sollen Sie nicht verpassen. Lößnitzer Salzmarkt vom 14. bis 16. Juni. Natürlich haben die Europa- und Kommunalwahlen in den vergangenen Tagen das Nachrichtenbild bestimmt. Und eines stach heraus. Stolberg und Annaberg-Buchholz haben bei der Stadtratswahl eines gemeinsam gehabt. Hier trat der jeweilige Oberbürgermeister gleich mit an. Und das sorgte vorab schon für Kritik. Denn was rechtlich möglich ist, muss nicht unbedingt immer moralischen Werten entsprechen. Rolf Schmidt zum Beispiel holte als Oberbürgermeister der Kreisstadt 2041 Stimmen für die Freien Wähler. Er wäre damit Mitglied im Stadtrat, aber zugleich darf er ja nicht Bürgermeister sein oder eben umgekehrt. Und so wird man später feststellen, Rolf Schmidt kann kein Mandat im Stadtrat übernehmen. Damit rutscht ein Nächster nach. Die Stimmen für die Fraktion aber bleiben und diese Stimmen entscheiden, wie viele Sitze eine Fraktion im Stadtrat bekommt. Gleiches gilt für Marcel Schmidt aus Stolberg. Mit anderen Worten, sowohl Annabergs als auch Stolbergs OB haben damit erreichen wollen, die Sitzverteilung in ihrem Sinne zu beeinflussen und ihre Bekanntheit in die Waagschale geworfen. Denn ihr Amt als Oberbürgermeister werden sie bestimmt nicht aufgeben. Ob das deren Wählern auch so klar gewesen ist? Sie können darüber gerne auch auf unserer Facebook-Seite noch mitdiskutieren. Und was sonst passierte in der Region? Der Blick auf die vergangenen Tage zeigt's uns. Hier ist ErzTV-Woche. Glück auf! Glamourös, märchenhaft, legendär, einzigartig, bezaubernd, fantasievoll oder super Kulturveranstaltung. Alles Vokabeln, die die Veranstalter des Märchenfilmfestivals Fabulix in Annaberg-Buchholz bei der Auftaktpressekonferenz in den Mund nahmen. Trotz nasskaltem Wetters hatte man sich als märchenhafte Kulisse den Waldschlösschenpark ausgesucht. Während des 2. internationalen Märchenfilmfestivals sollen unter dem Motto Märchen von Silber und Gold in der erzgebirgischen Kreisstadt die schönsten und neuesten nationalen und internationalen Produktionen gezeigt werden. Das märchenhafte Treiben wird vom 28. August bis zum 1. September 2019 dauern. Auf Groß und Klein wartet nach der Premiere 2017 und einem Jahr Pause erneut ein vielfältiges Programm mit Lesungen, Workshops, Requisiten und Kostümausstellungen sowie einem Galakonzert und einem Märchenaufzug. Zahlreiche Prominente, Schauspieler, Filmschaffende und Regisseure werden in der Erzgebirgshauptstadt erwartet. Besonders freut man sich in Annaberg-Buchholz auf die Ehrenpräsidentin des diesjährigen Festivals, die Schauspielerin Karin Ugowski. Eine Grußbotschaft von ihr wurde bei der Pressekonferenz eingespielt. Karin Ugowski empfindet ihr Amt als besondere Ehre. Sie spielte unter anderem 1963 in Frau Holle die Goldmarie, wirkte 1964 als Prinzessin in Die goldene Gans und 1965 in König Drosselbart. Mit knapp 40 Filmen und über 130 Filmvorführungen wartet Fabulix im Sommer auf. Unter dem bereits genannten Motto Märchen von Silber und Gold soll von Klassikern und Neuverfilmungen über deutsche und internationale Märchenfilme bis hin zu Zeichentrick- und Animationsfilmen für jeden Märchenfilmliebhaber etwas dabei sein. Für Besucher besonders attraktiv, zu ausgewählten Filmvorstellungen werden Filmmacher und Darsteller in Annaberg-Buchholz erwartet. Alle Filme im Überblick sind im Internet unter www.fabulix.de zu finden. Um das Festival für Einwohner und Gäste zum Erfolg werden zu lassen, sucht die Stadt Annaberg-Buchholz erneut helfende Hände, die sich in verschiedenen Bereichen um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Mögliche Einsatzbereiche sind zum Beispiel der Auf- und Abbau von Veranstaltungstechnik und Dekorationen, Einlass- und Ticketkontrolle oder Tätigkeiten als Ordner bzw. Platzanweiser. Daneben werden Bürger gesucht, die Infopoints und VIP-Gäste betreuen. Außerdem sind Mutige für die Anmoderation von Filmen sowie für Interviews mit Regisseuren bzw. Produzenten willkommen.
Als Gegenleistung bietet die Stadt allen registrierten Helfern an allen Festivaltagen inklusive der Festivaleröffnung und dem Galakonzert kostenlosen Zugang, eine Aufwandsentschädigung von 35 Euro pro Einsatztag sowie kostenfreie Verpflegung. Erfassungsbögen zur Anmeldung als Helfer können in der Touristinformation Annaberg-Buchholz abgeholt werden oder stehen unter der folgenden Adresse online zum Download zur Verfügung: www.fabulix.de/helfer. Wir dürfen gespannt sein. Glamourös, märchenhaft, legendär, einzigartig, bezaubernd, fantasievoll oder super Kulturveranstaltung. Alles Vokabeln, die die Veranstalter des Märchenfilmfestivals Fabulix in Annaberg-Buchholz bei der Auftaktpressekonferenz vor zahlreichen neugierigen Pressevertretern, geschäftigen Partnern und neugierigen Kindern in den Mund nahmen. Eine lange Nacht zum Montag liegt hinter uns mit langem Warten auf die Wahlergebnisse. Denn es musste richtig viel und richtig umfangreich ausgezählt werden. Wir informieren bereits in dieser Sendung darüber. Damit einen schönen guten Abend zu Ihrem täglichen Nachrichtenprogramm aus der Region. Glück auf! In Sachsen haben wir unsere Stadt, Gemeinde und gegebenenfalls Ortschaftsräte gewählt. Im Erzgebirgskreis auch einen neuen Kreistag. Außerdem stand die Europawahl an. Noch eine Wahl mehr hatten die wahlberechtigten Einwohner von Auerbad Schlema. Nach der Ortsfusion wird ein Bürgermeister für die große Kreisstadt gesucht. Eine Entscheidung ist im ersten Wahlgang allerdings noch nicht gefallen. Weder Heinrich Kohl, CDU, noch Jens Müller von den Freien Wählern konnten die absolute Mehrheit erreichen. Außerdem im Rennen Stefan Hartung, der als Einzelkandidat antritt, und Andreas Rössel von den Linken. Bei der Europawahl 2019 war die AfD im Erzgebirgskreis die stärkste Kraft. Mit 28,1% der Stimmen liegt sie vor der CDU, die auf 27,4% kamen. Es folgen die Linke mit 10,6%, SPD mit 7,7%, Grüne mit 5,3% und FDP mit 4,5%. Weitere 16,4% entfielen auf Sonstige. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl lag im Erzgebirgskreis bei 64,4%. Und noch ein Blick zur Kreistagswahl. Hier entschieden sich nur noch 31,9% der Wähler für die CDU, ein Minus von 11,3%. 21,5% wählten AfD, die Freien Wähler folgen mit 17,9%, die Linke mit 11%, die SPD mit 5,8% und die Grünen mit 5,1%. Keine Rolle mehr spielt die NPD. Die Wahlbeteiligung hier 64,0%. In Erlach-Krandorf steht der Abriss eines Hauses bevor. Das leerstehende und marode Wohngebäude steht oben am Ortsausgang, wo sich die Krandorfer Straße in Richtung Rittersgrün und in Richtung Breitenbrunn gabelt. Weil sich das Gebäude in einem schlechten Zustand befindet und weil es gravierende Missstände hinsichtlich der Standsicherheit und der Verkehrssicherheit aufweist, hatte es die Stadt Schwarzenberg für einen symbolischen Preis erworben. Der Abriss soll rund 50.000 Euro kosten. Die Feuerwehren von Ehrenfriedersdorf und Niederdorf erhalten Fördergeld. So erhielt die Stadt Ehrenfriedersdorf von Landrat Frank Vogel einen Fördermittelbescheid über 182.000 Euro zur Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges. Der Eigenanteil der Stadt beträgt dabei 258.000 Euro. An die Gemeinde Niederdorf ging ein Fördermittelbescheid über 153.000 Euro zur Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges. Von der Gemeinde werden hier insgesamt Eigenmittel in Höhe von 247.000 Euro erbracht. Im Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn entstehen ein Barfußpfad mit Kneippbecken sowie ein Cross-Fitness-Bereich. Landrat Frank Vogel hat dafür einen Zuwendungsbescheid über rund 130.000 Euro erteilt. Die Fertigstellung der Maßnahme ist bis Oktober 2020 geplant. Reges Treiben herrschte am Sonnabend beim Hochschultag im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz. An den Ständen der ca. 20 Studieneinrichtungen bildeten sich teils lange Schlangen. Die Erzgebirgische Arbeitsagentur sprach nach der Veranstaltung von über 500 Besuchern. Nino Schiretta, der Chef der Annaberger Arbeitsagentur, bilanzierte:
Der gute Zuspruch bestätigt das große Interesse der ca. 1200 Abiturienten, die aktuell einen Studienplatz suchen. Der Hochschultag ist ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region. Gerade die Praxispartner und Unternehmen profitieren davon. Denn heute wurde über Studienmöglichkeiten in der Region informiert und beraten mit dem Ziel, nach Beendigung des Studiums eine Beschäftigung in der Region aufzunehmen. Die Sachsenrallye in der Region Zwickau gehört zu den Motorsportveranstaltungen, die auch zahlreiche Erzgebirge an die Strecke locken. In diesem Jahr wurde nichts aus den drei rasanten Tagen. Kurz nach dem Start war Schluss. Ein Renault Clio war von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Fahrer und Beifahrer, beide im Erzgebirge beheimatet, überlebten den Unfall nicht. Die Rallye-Szene in der Region trauert um die beiden Motorsportler. Die Feuerwehren der Stadt Lößnitz sowie die Feuerwehren aus Aue waren am Sonnabend gegen 20 Uhr nach Lößnitz in die Schillerstraße geeilt. Es war gemeldet worden, dass aus einer Wohnung in einem Neubaublock dichter Rauch aus dem Fenster dringt. Vor Ort war die Ursache von den Feuerwehrleuten schnell geklärt. Angebranntes Essen war für den Rauch verantwortlich. Das Haus sowie die Wohnung wurden belüftet. Der Mieter mit dem Topf auf dem Herd wurde in der Wohnung nicht angetroffen. Zwei gegensätzliche Demos in Annaberg-Buchholz sorgten am Sonnabend für einen geplanten Großeinsatz der Polizei. Zum einen veranstaltete der Verein Lebensrecht Sachsen e.V. in Annaberg-Buchholz wiederum einen Schweigemarsch für das Leben. Zum anderen fand auf dem Marktplatz ein Straßenfest unter dem Motto »Feministisches Straßenfest – emanzipatorische Utopien erleben« statt. Gegen 13.30 Uhr begann am Marktplatz eine Versammlung unter dem Motto »Leben schützen, Abtreibung legalisieren« für eine feministische Praxis. Am Aufzug nahmen rund 400 Personen teil. An der Versammlung unter dem Motto »Hilfe zum Leben statt zum Töten« nahmen laut Polizei rund 500 Personen teil. Im alten Pflegeheim Gut Glesberg in Schneeberg finden regelmäßig die unterschiedlichsten Veranstaltungen statt. Wir waren dabei, als der Bergmar am vergangenen Donnerstag bei einem erzgebirgischen Nachmittag mit Gesang und Akkordeon für gute Laune sorgte. Gleich zu Beginn beim Steigermarsch stimmten alle mit ein. Auf den Steigermarsch folgten noch viele der schönsten Lieder des Erzgebirges. Und auch ein weiterer Veranstaltungshöhepunkt steht im Gut Glesberg schon ins Haus. Zur Himmelfahrt gibt es eine Männertagsrunde bei Speckwettbämme und Bier. Für die musikalische Umrahmung sorgt dann eine Bläsergruppe des Musikkorps der Bergstadt Schneeberg. Interessante Einblicke bekamen alle die, die sich am Sonnabend aufgemacht hatten, das DRK-Zentrum im erzgebirgischen Auerbach zu besuchen. Im Objekt an der Hauptstraße 68b veranstalteten die rund 40 im Ehrenamt tätigen Mitglieder einen Tag der offenen Tür. Zu besichtigen waren die neu gestalteten Räumlichkeiten in der ehemaligen Esterfärberei. Ja, das ist unser Rotkreuzzentrum in Auerbach, Eigentümer und Betreiber der DRK Kreisverband Stolberg. Grund des Tages der offenen Tür ist, dass viele Auerbacher, die das ESTA-Gelände von früher kannten, sich eigentlich fragten, was macht das Rote Kreuz, wie sieht es aus? Und deshalb haben wir gesagt, auch wenn es nicht fertig ist, wenn wir immer noch Bauarbeiten, Maßnahmen, Veränderungen haben, machen wir mal einen Tag der offenen Tür, wo sich jeder Bild machen kann, was das Rote Kreuz hier geschafft hat. Und geschafft wurde bisher eine ganze Menge. Neben einem Fitnessraum zur Ertüchtigung steht den Mitgliedern nun auch ein Schulungsraum mit modernster Technik zur Verfügung. Eine Sammlung an Modellfahrzeugen sowie Gegenstände, die beim DRK früher, aber auch heute zum Einsatz kommen, lagen in einer Ausstellung zur Besichtigung aus. Auch Gegenstände und Erinnerungsstücke aus früheren Einsätzen fanden hier einen würdigen Platz. Kommt es einmal zum Einsatz, stehen den DRK-Mitgliedern ein neu gestalteter Umkleideraum sowie ein umfangreicher Fuhrpark zur Verfügung.
Man muss unterscheiden zwischen Fahrzeugen des Katastrophenschutzes, die im Freistaat Sachsen oder dem Bund gehören, und organisationseigenen Fahrzeugen vom Kreisverband Stolberg. Dazu gehört dieser Rettungswagen, DIN-RTW, mit hydraulisch gefederten Tragetisch. Zu Demonstrationszwecken haben wir hier eine Vakuummatratze, praktisch eine Luftmatratze mit Styroporgranulat gefüllt, wo man die Luft absaugen kann, und der Patient in einer körpergerecht geformten Schale liegt. Angeschlossen ist ein Pulsoximeter, das ist ein Gerät, was die Sauerstoffsättigung im Blut misst, und außerdem ein EKG, was die elektrische Betätigung des Herzens misst. Möglich ist noch die Beatmung mittels Beatmungsgerät, und unten drunter der Lifeback ist der Monitor, also einmal für das EKG, wo die Daten von diesen Kabeln, die am Patienten sind, auflaufen und als Defibrillator nutzbar ist. Kommt es zur Alarmierung, rückt dieser Rettungswagen gemeinsam mit diesem Fahrzeug aus. Dieser Einsatzleitwagen wird genutzt für die Rettungsdiensteinsatzleitung, bestehend aus leitendem Notarzt und organisatorischer Einsatzleiter Rettungsdienst. Ist weniger Medizinausstattung drauf als Führungssachen. Funkgeräte, Handfunkgeräte, Sachen zur Registrierung in einer größeren Anzahl von Patienten, solche Mittel, Kennzeichnungswesten für Einsatzkräfte, so wie es hier auf diesem Auto. Zum besseren Verständnis über die Arbeit und Einsatzorte des DRK wurde in der großen Fuhrparkhalle diverses Film- und Bildmaterial gezeigt. Rettungstechnik ist aber längst nicht alles, was am DRK-Zentrum in Auerbach abrufbar ist. Auch der Katastrophenschutz ist hier untergebracht. Ja, das ist der Kreidewochen-Sanitätsdienst, der sogenannte GWSAN, für größere Schadenslagen ausgestattet. Angefangen vom 6x6 Meter Schnelleinsatzzelt, was mit Druckluft aufgeblasen wird. Dafür ist dann ein Heizer da, dass das Zelt auch im Winter beheizt werden kann. Ein 6,5 kW Diesel-Notstromaggregat, um ein Licht im Zelt zu machen. Power Moon, um das Umfeld zu beleuchten. 6 Rettungsrucksäcke fürs Zelt drinnen, dann 3 Tische, 12 Stühle. Auf der anderen Seite noch eine Bierzeltgarnitur. Medizinische Ausstattung, neben den Rettungsrucksäcken Defibrillatoren, Infusions, Medikamente verschiedener Couleur. Dafür ist hier eine Wärmebox für die Medikamente, für die Infusion, damit die auf Körpertemperatur vorgeheizt werden können. Und dahinter befindet sich deine Kühlbox, um kühlpflichtige Medikamente haltbar zu machen. Kommt es zu einem Unfall mit Schwerverletzten oder gar Toten, steht den Einsatzkräften der Kriseninterventionsdienst zur Seite. Ja, die Krisenintervention ist die erste Hilfe für die Seele. Das heißt, wenn dazu ein dramatisches Ereignis stattgefunden hat, zum Beispiel ein Gewaltverbrechen oder jemand hat durch einen Verkehrsunfall den Familienangehörigen verloren, das sind solche typischen Sachen, oder Suizid hat in der Familie begonnen, das ist das, wo man sagen kann, okay, da brauchen wir die Krisenintervention, um die Angehörigen zu betreuen und ihnen halt wieder Halt zu geben und erste Schritte und Informationen zu geben, wie sie mit der Situation umgehen können. Man sollte den Helfern des DRK dankbar sein. Sie machen diesen Job im Ehrenamt, um zu helfen. Immer öfter werden sie jedoch bei ihren Einsätzen angefeindet, wenn sie störend im Bild der Gaffer agieren, die mit ihren Handys um das schönste Bild vom Unfallort ringen. Noch gibt es sie, die ehrenamtlichen Helfer, denen Geld nicht so wichtig ist wie die erste Hilfe an unserer Gesellschaft. Wie sicher ist die Einsatzbereitschaft trotz fehlender Ärzte im Erzgebirge? Das DRK ist, glaube ich, im Erzgebirgskreis gut aufgestellt, weil der Erzgebirgskreis der einzige Landkreis in Sachsen ist, der 4 Einsatzzüge hat. Alle anderen Kreise haben damals nach dieser Reform 3 Einsatzzüge erhalten. Die Ausnahme war der Erzgebirgskreis, weil hier für einen 4. Zug das ausgebildete Personal vorhanden war. Ein Tag der offenen Tür, ein Blick hinter die Kulissen des DRK Auerbach. Wer gerne beim DRK mitarbeiten möchte, kann sich melden. Über den DRK Kreisverband Stolberg, einfach info@drk-stolberg.de oder auch hier persönlich vorbeischauen. Wochentags bin ich meistens da. Unser Aufgabenfeld ist ja sehr vielseitig. Neben Betreuung der Blutspender, die wir viermal im Jahr hier machen in Auerbach, ist hier angesiedelt der medizinische Teil des Katastrophenschutzes. Dort gibt es die Sanitätsdienstausbildung. Die Ausbildung ist natürlich für die Helfer alles kostenlos. Wir haben hier das Kriseninterventionsteam, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Dort würden wir uns sehr freuen, weitere interessierte und qualifizierte Leute zu finden, die da mitmachen.
Was haben wir noch? Die Rettungsdiensteinsatzleitung, die für uns vom Kreisverband von hier aus startet. Das sind die Aufgabenfelder, also sehr vielseitig von allen. Und wir freuen uns natürlich für jeden, der Interesse hat. Und wenn die Spinde in der Garderobe nicht reichen, wir kaufen auch neue. Und auch im und am Gebäude der alten Esterfärberei gibt es noch viel zu tun. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Fürs DRK Inne sind wir ein ganz schönes Stück vorangekommen jetzt, dass das einsatzbereit ist für unsere Helfer, damit die sich auch wohlfühlen im Ehrenamt. Was man sieht, ist natürlich das Äußere, die Fassade ist noch ein Schritt. Da müssen wir jetzt erstmal sondieren, inwieweit was wir an Eigenleistung bringen können und was dann schon eine Fachfirma machen muss, wie Gerüst aufstellen und sowas. Also auch hier werden noch jede Menge fleißige Hände benötigt, um das DRK-Zentrum in Auerbach schöner zu machen und fest im Erzgebirge zu binden. Die Nachrichten aus der Region jetzt wieder hier. Glück auf, schön, dass Sie dabei sind. Den diesjährigen Weltspieltag am 28. Mai nutzt das Regionalmanagement Erzgebirge, um daran zu erinnern, dass auch erzgebirgische Unternehmen mit ihren Spielideen für die ganze Familie die Regale in den Spielzeugläden füllen. So blicke zum Beispiel die Reifra Kunststofftechnik GmbH aus Annaberg-Buchholz als klassischer Verarbeiter thermoplastischer Kunststoffe auf eine lange Tradition zurück. Die fünfte Generation des Familienbetriebes legt heute mit ihrem 20-köpfigen Mitarbeiterstamm bekannte und beliebte Spielwaren neu auf. Der Annaberg-Buchholzer Spielwarenhändler Ralf Viehweg hat die Spika GmbH als zweites Standbein gegründet, um beliebte Kinder- und Familienspiele aus DDR-Zeiten in limitierten Sonderauflagen neu herauszugeben. Besonders stolz ist er, das wohl bekannteste DDR-Spiel in seiner Urform produzieren zu können, den bunten Würfel. Die Region Erzgebirge freut sich, das zur Wirtschaftsförderung gehörende Regionalmanagement ist in aller Welt bekannt für die traditionelle Holzspielzeugherstellung und lockt mit ihrer Ausbildung an der eigenen Holzspielzeugmacher- und Drechslerschule Deutschlands in Seifen sogar Schüler aus Japan an. Das Motto des Weltspieltages 2019 lautet übrigens Zeit zum Spielen. Wir bleiben beim Thema kindgerechte Freizeitgestaltung und fahren in den Nachrichten fort. Noch weit bevor der Stoneman Meriqui die gestandene Radfahrer ins Erzgebirge lockte, waren in Schneeberg die Stadtwerke auf der Suche nach dem Gipfelstürmer. In diesem Jahr wurde das anspruchsvolle Rennen für den radelnden Nachwuchs in Verbindung mit dem Kindertag zum 20. Mal gestartet. Insgesamt nahmen 47 kleine und große Kinder die etwa 900 Meter lange Bergetappe hoch zur St. Wolfgangskirche in Angriff. Unter allen Teilnehmern haben die Stadtwerke Schneeberg ein nagelneues Mountainbike verlost. Bei der Siegerehrung auf dem Schneeberger Markt wurde der einheimische Felix Güßmann als Gewinner des Sonderpreises verkündet. Nach einem Jahr Pause wegen der Ausrichtung des Familientages 2018 in Schneeberg stand diesmal neben dem Radrennen Gipfelstürmer auch wieder der Halligalli-Jahrmarkt für Groß und Klein auf dem Programm. Die Mitarbeiter von 25 Vereinen und Firmen der Region boten den Gästen auf dem Markt der Bergstadt ein buntes und sehr abwechslungsreiches Programm. Besonders aktionsreich und lustig ging es beim Kampf um den Schülerpokal der Bergbruderschaft Schneeberg zu. Alljährlich am ersten Sonntag im Juni wird deutschlandweit der UNESCO-Welterbetag begangen und mit Veranstaltungen in allen Welterbestätten gewürdigt. Auch die Montanregion Erzgebirge Groschnohori als Anwärter auf den UNESCO-Titel nutzt den Tag, um die vielen Facetten der Montanregion Erzgebirge vorzustellen und erlebbar zu machen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht am Welterbetag 2019 die vom Tourismusverband Erzgebirge konzipierten Bergbauerlebnistage. Er nimmt am 2. Juni gemeinsam mit Landrat Frank Vogel an einer Führung im Besucherbergwerk Zinngrube Ehrenfriedersdorf teil. Die Wanderausstellung, das Seniorennetzwerk der großen Kreisstadt Schwarzenberg auf einen Blick, verlässt das Bürgerbüro Sonnenleite und ist im Juni im Ringcenter zu sehen. Informativ und lebendig wird das Seniorennetzwerk Schwarzenberg mit seinen Inhalten, Aufgaben und Netzwerkpartnern auf mehreren großen Tafeln vorgestellt. Ein Blick auf die Projekte des vergangenen Jahres darf natürlich nicht fehlen.
Dazu gibt es einen Ausblick auf die Vorhaben 2019. Abgerundet wird die Ausstellung mit einem aktiven Part. Die Besucher werden mit ihren Gedanken zum Alter besonderer Teil der Ausstellung. Die Ausstellung spricht nicht nur ältere Generationen an. Auch Angehörige können sich einen kompakten Überblick über die Angebote des Seniorennetzwerkes und konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für den eigenen Bereich verschaffen. Die Galerie der anderen Art im Auer Rathaus ist wieder regulär geöffnet. Zuletzt war die Einrichtung wegen Bauarbeiten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathausgebäude für längere Zeit geschlossen. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Zum ersten Mal finden vom 24. Mai bis zum 9. Juni die bundesweiten Aktionstage der Mehrgenerationenhäuser statt. Das Mehrgenerationenhaus Annaberg und das CJD Sachsen hatten aus diesem Anlass am 25. Mai zu einem bunten, familiären Hoffest aufs idyllisch gelegene Rittergut Neuendorf eingeladen. Eröffnet wurde an diesem Tag die neue Begegnungsstube Hof gemacht. Zum Hoffest konnte man in der Natur kreativ werden oder auf der Mitmachstrecke aktiv werden. Für Kinder gab es zum Beispiel die Angebote der Neuendorfer Feuerwehr, Kinderschminken, Kuhmelken oder eine Schokokussschleuder. Zum Verweilen luden unter anderem das Freilichtmuseum, die offenen Werkstätten und der bunte Bauerngarten ein. Mehrgenerationenhäuser stärken mit ihren vielfältigen Angeboten und ihren engagierten Menschen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Um dieses Engagement und das gemeinschaftliche generationsübergreifende Mit- und Füreinander noch sichtbarer zu machen, initiierten das Bundesnetzwerk Mehrgenerationenhäuser sowie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bundesweit die Aktionstage Mehrgenerationenhaus. Eine weitere Veranstaltung in schöner Natur steht am Donnerstag an. Im Besucherbergwerk Kuttengrund-Lösnitz findet ab 10.30 Uhr das Himmelfahrtsfest an der Kuttenzeche statt. Ab 12.30 Uhr Uldi-Live-Party mit Frank und Freunde aus Schneeberg. Verpflegung gibt's am Kuttenhaus. Mit dem Hinweis auf weitere Veranstaltungstipps am Ende dieser Sendung und Impressionen aus dem Kuttengrund bei Lösnitz schließen wir den Nachrichtenblock. Schon am frühen Vormittag und bei schönstem Sonnenschein trafen sich rund 50 Freunde des Gesundheitswanderns, auch Nordic Walking genannt, am Waldhaus zwischen Zwönitz und Geier. Herzlich ist die Begrüßung unter Gleichgesinnten. Schließlich kennt man sich schon viele Jahre. Außerdem haben die Frauen und Männer schon viele Kilometer gemeinsam durch die Natur und den Erzgebirgswald zurückgelegt. Seit vielen Jahren hält Heinz Wöllner die Fäden in der Hand. Wenn er zum gemeinsamen Gesundheitswandern einlädt, hält die Truppe zu ihm. Auch am 25. Mai waren viele Wanderfreunde gekommen. Das ist ganz hervorragend. Es ist wieder ein Beispiel, dass unsere Truppe zusammenhält und dass die sich alle freuen, mit uns gemeinsam hier wieder laufen zu können. Und heute zu unserem 15. Treff oder 15. Jahrestag freue ich mich ganz sehr, dass so viele hier erschienen seien. Und wir wollen hoffen, dass wir noch alle recht lange gesund bleiben, dass wir weiter marschieren können in den schönen Wald, die herrliche Luft. Das ist also ganz hervorragend.
Bevor es aber zum Aufbruch in den Gairischen Wald kommt, erfolgt der Eintrag in eine Teilnehmerliste. Schließlich will man ja auch gemeinsam wieder am Ziel der Strecke ankommen. Vor dem Start zählt Heinz Wöllner noch einmal durch, um dann die Gruppe offiziell zu begrüßen. Liebe Nordic Walking-Freunde, Freundinnen und Freunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Wir machen jetzt einen kleinen Lauf hier vorne bis zur alten Zwenitzer. Heute machen wir mal verkürzten Lauf. Und wenn wir dann an der alten Zwenitzer angekommen sind, machen wir wieder kehrt bis hier ran, weil wir noch einiges vorhaben heute. Und die erste Überraschung ließ auch nicht lange auf sich warten. Als Vertreter der Stadt Gaia überbrachte Peter Groß die besten Wünsche der Stadtverwaltung. Für die 15-jährige Leitung der Nordic Walking Truppe bedankte sich die Stadt Gaia bei Heinz Wöllner mit einem kleinen Präsent. Ich bedanke mich im Namen aller. Nach diesem erfreulichen Auftakt erfolgte wie bei jedem Sport eine kleine Aufwärmrunde mit Dehnungs- und Lockerungsübungen. Die Anleitung dazu gibt Caroline Schönherr. Nach diesen Übungen ging es auch schon los. Das mit ganz schön hohem Tempo. Schnell zog sich das Teilnehmerfeld der Nordic Walker auseinander, bis die Gesundheitswanderer schließlich im Gairischen Wald verschwanden. Nur einige, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, ließen es etwas langsamer angehen. Aber auch hier galt das Motto, Teilnehmen ist alles. Und während die Nordic Walker auf Tour sind, haben wir bei Heinz einmal nachgefragt, welche Strecken so auf dem Plan stehen. Wir können also Strecken nehmen von 3, 4,5, 6 und 8 Kilometer. Und ohne Zeitbegrenzung, ohne irgendwelchen Zwang oder irgendwelchen Druck aufzubauen. Jeder kann laufen, wie er das möchte. Und was ganz wichtig ist, wir verlangen ja auch keine Beiträge. Jeder kann kommen, wie er will. Da haben wir eine kleine Sportbüchse. Wer was spenden will, der kann dort mal eine Mark oder 50 oder 2 Mark reinhauen. Und das ist aber alles freiwillig. Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet, warten wir nun auf die Rückkehrer. Lange dauert's nicht und im Grünen des Waldes tauchen auch schon die ersten Teilnehmer auf. Das Starterfeld hat sich etwas aufgeteilt, aber alle Nordic Walking Freunde sind bestens gelaunt und versammeln sich nach dieser Strecke im Hof des Waldhauses. Hier wartet ein weiterer Höhepunkt. Noch einmal begrüßt Heinz Wöllner alle Läufer und Mitläufer zum 15-jährigen Bestehen der Nordic Walking Gesundheitsläufer auf das Herzlichste. Für 38 Gruppenmitglieder erfolgte eine Ehrung. Sie bekamen das deutsche Wanderabzeichen in Bronze verliehen. Auch für Renate Bachmann, die im Alter von 80 Jahren immer noch mit zur Stange hält, hatte Heinz ein Wanderabzeichen. Im Anschluss der Auszeichnungen bedankte sich Heinz Wöllner im Namen aller Anwesenden noch einmal bei der Stadt Gaia, bei der Leiterin für Kultur und Sport sowie der Erzgebirgssparkasse für die Kostenübernahme der Abzeichen und Urkunden. Mit einem kurzen Gedicht über Mensch und Gemeinschaft wandte sich dann Uta Schönherr an die Frauen und Männer. Der Mensch braucht den Mensch, das ist nun mal so. Er sucht die Gemeinschaft, sonst wird er nicht froh. Nur schaffen und raffen für sich ganz allein, das macht niemand glücklich, das bringt nicht viel ein. Nur sitzen ohne schwitzen, das trübt ihn den Blick. Und statt es zu fassen, rückt er weiter ab vom Glück. Der äußere Reichtum ist zwar sehr begehrt, doch der Reichtum im Innern, der ist viel mehr wert. Verschenkt man den Äußeren, verringert er sich. Verschenkt man den Innern, bereichert es dich. Denn Schenken macht Freude dem anderen und dir. Und ohne die Freude, wie arm wären wir. Seht all diese Gruppen im fröhlichen Kreis. Die schmieden das Eisen, solange es noch heiß. Sie sind in Bewegung und wollen nicht ruhen, sondern für sich und für andere was tun. Das Band, das bindet, sei Freude genannt. Die Hand, die sich findet, halt fest in der Hand. Dann schließt sich der Kreis, du bist nicht allein. Der Mensch braucht den Mensch, um glücklich zu sein. Damit ging der offizielle Teil zu Ende und Mitte 2015 begann der musikalische und damit gemütliche Teil des Tages.
frisch und grand. Ungesund ist die Feier. Stehst du oft am Berg gut rum und besitzt das Land von um. Suchst du, was ins Ausland geht und nur aufs Gebirg ist schiebig. Die Nachrichten zur Himmelfahrt 2019. Glück auf, schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen in Geyer. Dort wurde in den vergangenen Monaten in der Stadtmitte das Gebäude des ehemaligen bayerischen Hofes abgerissen. Am kommenden Sonnabend soll die dadurch entstandene Freifläche eingeweiht werden und der Platz einen Namen bekommen. Das Areal soll Reinhard-Boge-Platz heißen. Wer bei der Einweihung dabei sein möchte, Beginn ist laut Stadtverwaltung 10 Uhr. Pöhler hat einen neuen Ort der Begegnung. Am vergangenen Sonnabend wurde die Hutzenstube in der Schule eröffnet. Zahlreiche Interessenten nutzten die Einladung, das neu geschaffene bei Rundgängen in Augenschein zu nehmen. Wo früher Schülern die Köpfe rauchten, hat jetzt unter anderem das Gut Fürstel Räume für eine Tagespflege und den ambulanten Pflegedienst gemietet. Bei einer Schwerpunktkontrolle auf der B95 in Oberwiesenthal kurz vor dem deutsch-tschechischen Grenzübergang hatten Polizei und Landratsamt das Augenmerk am vergangenen Sonntag auf motorisierte Zweiräder gelegt. Insgesamt 77 Fahrzeuge wurden zur Kontrolle gestoppt. 28 Fahrzeugführer hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h an einer Fußgängerampel überschritten. Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Biker, welcher mit 90 gemessen worden war. 11-mal blieb den Beamten auch keine andere Wahl, als den Fahrzeugführern die Weiterfahrt mit ihren Krädern zu untersagen. Herauszuheben war bei der Kontrolle eine BMW mit Berliner Kennzeichen, die sich den Beamten schon weit vor der Kontrollstelle durch unüberhörbares Dröhnen ankündigte. Der Fahrzeugführer hatte an der BMW einen manipulierten, vollkommen offenen Endschalldämpfer montiert. Zudem war das Fahrzeug mit einer manuell regelbaren Verstellklappe im Abgasstrang ausgerüstet. Bereits mit geschlossener Klappe überschritt das Fahrzeug die zulässigen Geräuschgrenzwerte deutlich und brachte es an der Messstelle auf 109 Dezibel. Junge Menschen, die noch auf der Suche nach einer Ausbildung sind, können am kommenden Montag fündig werden. Am 3. Juni steht ihnen die IHK Chemnitz von 9 bis 15 Uhr mit ihrem Beratungsangebot bereit. In den Regionalkammern in Chemnitz, Plauen, Zwickau, Annaberg und Freiberg hat jeder an diesem Tag die Chance, sich zu einzelnen Berufen oder ganzen Branchen der Industrie- und Handelskammer frei zu informieren. Erfahrene Ausbildungsberater stehen dabei zur Verfügung. Unter der eingeblendeten Internetadresse können alle Ungeduldigen natürlich schon jetzt nach der passenden Lehrstelle Ausschau halten und auch zum Tag der Ausbildungschance spezielle Fragen zu ihrer Wunschlehrstelle stellen. Eine neue Ausgabe der Kabeljournalsendung Treffpunkt Kulinarisch ist im Kasten. An der Seite von Benjamin Unger kocht diesmal Viktor Rudolf. Der Gast ist Bandmitglied der Strawberries und hat die Fete la Musik mit nach Zwönitz gebracht. Das Fest, das weltweit immer zur Sommersonnenwende am 21. Juni gefeiert wird, findet in diesem Jahr erstmals in Zwönitz statt. Darüber wird sich natürlich während des Kochens unterhalten. Zubereitet wird ein Gericht aus der sommerlichen Küche. Es handelt sich um Putenmedaillons mit grünem Spargel in Rotwein-Graubenrisotto. Zu sehen ist die neue Ausgabe von Treffpunkt Kulinarisch ab Sonnabend in der Sendung ErzTV das Magazin. Von unserem Programm zum Film. Der Kinder- und Familienfilm Orangentage kommt diesen Donnerstag in die Kinos. Die tschechisch-deutsch-slowakische Koproduktion wurde im Sommer 2018 an der deutsch-tschechischen Grenze, unter anderem im Erzgebirge, gedreht. Erzählt wird die Geschichte des 14-jährigen Darek, der mit seinem arbeitslosen Vater und seiner behinderten Schwester Emma in einem Dorf an der deutsch-tschechischen Grenze lebt. Autorin Iva Prochaskova, die in Tschechien und im deutschsprachigen Raum zu den erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen gehört, hat auch das Drehbuch geschrieben. Regie führte Ivan Pokorny. Die Fernsehfassung von Orangentage soll Ende 2019 in Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, ausgestrahlt werden.
Unsere Bilder machen Geschichte lebendig. Festumzüge, speziell die jeweilige Ortsgeschichte. Vor 10 Jahren war der Festumzug in Alberoda Höhepunkt 4-tägiger Feierlichkeiten eines Ortsjubiläums. In 28 Bildern wurden am 30. Mai 2014 825 Jahre Alberoda dargestellt. Ursprünglich bestand Alberoda aus 2 getrennten Orten, durch die sich eine alte Handelsstraße zog. Die Besitzer der Bauernhöfe hatten den Herren des Edelhofes an der alten Wasserburg Folge zu leisten. Mit der einsetzenden Industrialisierung in Aue zogen auch zunehmend Bürger nach Alberoda. Der Ort eröffnet 1898 die erste eigene Schule. Die erste Buslinie nach Aue gab es 1930. Ein Jahr zuvor war Alberodas Eingemeindung nach Aue erfolgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine verstärkte Nutzung des Gebietes durch die Wismut ein. Es entstanden zahlreiche Anlagen und Gebäude, unter anderem der Schacht 276. Heute befindet sich in Alberoda ein großes Gewerbegebiet. Organisiert wurde das Ortsjubiläum vor 10 Jahren vom Sportverein 1960, dem Geflügelzüchter- und Heimatverein und der Freiwilligen Feuerwehr Aue Alberoda. Als im Jahr 1832 die erste nachweisliche Kreuzung einer Fuchsie durchgeführt wurde, dachte noch keiner daran, dass viele Jahre später im Gartencenter der Gebrüder Roth in Zwönitz Fuchsien-Neuzüchtungen die Namen von Zwönitzer Vereinen erhalten. In diesem Jahr war es wieder einmal soweit. Der Züchter Werner Kessler aus Ister hatte wieder eine Fuchsie zur Taufe bereitgestellt. Bevor es aber zum Festakt kam, begrüßte Carsten Roth alle anwesenden Gäste, allen voran den Freundeskreis Sachsen der Deutschen Fuchsiengesellschaft. Ein ganz herzliches Glück auf ging an die diesjährigen Taufpaten. Es sind die Zwänzer Maat. Nach der Vorstellung der Gruppe präsentierte diese den Gästen erzgebirgisches Liedgut. Im Jahre 2004 wurde im Floraland Zwönitz die erste Taufe einer Fuchsie vorgenommen. Sie erhielt damals den Namen Silbernes Erzgebirge. Die Gebrüder Roth und der Gartenbauingenieur Klaus Harnisch, der selbst ein begeisterter Fuchsienliebhaber ist, wollte damit den Leuten die Vielfalt der Fuchsie näher bringen und Begeisterung für diese Pflanze wecken. In den darauffolgenden Jahren wurden immer wieder namhafte Taufpaten gefunden, die den Neuzüchtungen einen Namen gaben und die eng mit der Erzgebirgsregion verbunden sind. Damit wollen die Initiatoren erreichen, dass die Erzgebirgsregion, aber besonders die Stadt Zwönitz, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt werden. Dieses Vorhaben ist bis heute ein voller Erfolg. Und mit der Firma Petro in Prag fand man auch einen Partner, der die Stecklingsvermehrung der Neuzüchtungen verantwortungsvoll übernahm. Jetzt ist man auf der Suche nach einem regionalen Gartenbaubetrieb, der diese Aufgabe übernimmt. Die zu taufende Fuchsie hat in diesem Jahr noch keine Blüte angesetzt. Ein Bild zeigt ihre zarte Erscheinung. Bevor es zur Vorstellung der Fuchsie durch Klaus Harnisch kam, stellte Diana Riedel sich und die Zwänzer Maat vor. Gegründet wurden die Zwänzer Maat vor 82 Jahren. Im Laufe der Zeit traten nun immer wieder wechselnde Zusammensetzungen unter diesen Namen auf. Im Jahre 1988 formte sich eine echte Erzgebirgsgruppe mit den dazugehörigen Liedern. Nicht.
Nach dieser musikalischen Einlage stellt Klaus Harnisch den Fuchsienfreunden die Pflanze vor. Dabei hebt er einige markante Eigenschaften der Fuchsie hervor. Er merkte an, dass es zu unterschiedlichen Blütenausformungen kommen kann. Im Einzelnen stellte er den Fuchsienkennern ganz detailliert die Blüte dieser Neuzüchtung vor. Dann konnte die Anna Riedl endlich ihre ehrenvolle Aufgabe der Taufe übernehmen. Gut, ja. Dann, liebe Fuchsienfreunde, liebe Mädels, liebe Gäste, dann taufe ich jetzt mal diese wunderschöne Fuchsie, die hoffentlich bald blüht, auf den schönen Namen Zwensomat. Sehr gut. Mit der Unterschrift auf dem Taufprotokoll ist der Name Zwensomat für die Fuchsien nun amtlich besiegelt. 8000 Fuchsiensorten sind bisher registriert. Die Pflanze ist bei Gärtnern beliebt für Beete, Blumenampeln und auch Pflanzkübeln. Das können wir dann gern zu unserem Auftritt mitnehmen und mit hinstellen und sagen, wir sind die Zwensomat und wir haben nicht nur unsere eigenen Instrumente mit, sondern auch unsere eigene Pflanze. Ja. Wieder einmal hat eine Fuchsienneuzüchtung von Werner Kessler im Erzgebirge einen Namen bekommen, der die alte Bergstadt Zwönitz, wir sagen Zwens, ein Stück bekannter macht. Nach dem Feiertag ist vor dem Wochenende und wir haben noch mal Aktuelles aus der Region für Sie. Dazu willkommen und Glück auf. Im Monat Mai sind die Arbeitslosenzahlen im Erzgebirgskreis erneut gesunken. 7.500 Arbeitslose sind aktuell über beide Rechtskreise zu verzeichnen. 270 Menschen weniger als im Vormonat und 870 weniger als im Vorjahr zeugten, so Arbeitsamtschef Nino Schiretta, von einer guten Aufnahmefähigkeit des regionalen Arbeitsmarktes. Der Rückgang ist vordergründig auf eine gute Entwicklung im Bereich des Jobcenters zurückzuführen. Hier wirkten vor allem beschäftigungsschaffende Maßnahmen wie Arbeitsgelegenheiten. Unternehmen suchten auch weiterhin verstärkt Fachkräfte, gäben aber auch Geringqualifizierten eine Chance und bildeten diese während der Beschäftigung weiter. Qualifizierung sei eine gute Brücke in den Arbeitsmarkt und ein Garant für eine dauerhafte Beschäftigung. Aktuell nutzen im Bereich der Arbeitsagentur weit über 500 Menschen die Möglichkeit, sich beruflich weiterzubilden. Aktuell sind genau 7.514 Menschen ohne Job, damit sank die Arbeitslosigkeit um 3,5% zum Vormonat und um 10,4% zum Vorjahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt bei 4,3%. Der Blick in die Regionen zeigt für die Geschäftsstellen Stolberg und Zschopau die günstigste Quote von jeweils 3,7%. Es folgen Marienberg mit 4,2, die Hauptagentur Annaberg-Buchholz mit 4,5 und Schwarzenberg mit 4,8%. Die Geschäftsstelle Aue liegt im Mai bei genau 5%. Für die Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr Thalheim hat Landrat Frank Vogel einen Zuwendungsbescheid erteilt. Die Gesamtausgaben für das HLF-20 belaufen sich auf 450.000 Euro. Im Rahmen einer Projektförderung erhält die Stadt Thalheim aus Mitteln des Freistaates Sachsen einen Festbetrag in Höhe von 255.000 Euro. Der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers liegt bei 195.000. Die Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen besuchte vor wenigen Tagen den Erkundungsschacht der künftigen Wolframerzmine der Saxony Minerals and Exploration AG in Pöhla.
Gemeinsam mit leitenden Mitarbeitern ihrer Behörde ließ sich Andrea Staude vom Vorstand der SME AG Dr. Klaus Grund sowie vom Prokuristen des Bergbauunternehmens Matthias Finder das Vorhaben in allen Einzelheiten erläutern. Hintergrund des Besuches ist das derzeit laufende Raumordnungsverfahren. In der Ortslage Wolkenstein beginnen am Montag Bauarbeiten auf der Annaberger Straße. Im Abschnitt zwischen dem Abzweig Heidelbachtal und der B101 in Schönbrunn wird die Gasleitung erneuert und am Stromnetz gebaut. Die Arbeiten erfolgen bis zum 12. Juli unter Vollsperrung. Im Anschluss soll dann die Erneuerung der Straßendecke erfolgen. Hierzu ist weiterhin eine Vollsperrung von ca. 5 bis 6 Wochen erforderlich. Über Straßensperrungen informieren wir immer auch aktuell unter rztv.de bzw. kabeljournal.de. Belohnung ausgelobt. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zum 29. April im Stadtteil Annaberg-Buchholz im Bereich Talstraße 18 2 beladene Fahrzeugtransporter in Brand. Dabei wurden die Auflieger sowie 13 geladene Pkw erheblich beschädigt und zerstört. Nach gegenwärtigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus. Um in der Aufklärung weiter voranzukommen, bitten die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz und die Polizei die Bürgerschaft um aktive Mithilfe. Für Hinweise, die tatsächlich zur Ergreifung der oder des Täters führen, setzt die Stadt eine Summe von 1.000 Euro als Belohnung aus. Wer hat im Bekannten- oder Verwandtenkreis Dinge zum Sachverhalt gehört? Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise können an den Fachbereich Recht und Ordnung der Stadt Annaberg-Buchholz unter der Telefonnummer 03733 425 231 oder per Mail an jochenfiesmann@annabergbuchholz.de oder alternativ an das Polizeirevier Annaberg unter 03733 880 gerichtet werden. Wie die Stadtverwaltung Schwarzenberg wissen lässt, wird der Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge zur Art Figura Junior 2019 bis zum 7. Juni 2019 verlängert. Bis dahin können die Beiträge zum Thema von allen Seiten betrachtet, Schwarzenberg, meine Perle, bei der Stadtverwaltung Schwarzenberg eingereicht werden. Teilnahmeformulare unter schwarzenberg.de. Wir blicken wieder mal zurück. Vor einem Jahrzehnt war im ehemaligen Bergbaurevier von Bad Schlema ein Golfpark entstanden. Am 31. Mai 2009 wurde dieser feierlich eröffnet. Nach einem Turnier am Vormittag schlugen nachmittags Sponsoren die ersten Bälle ab. Zur Feier des Tages waren diese nicht weiß, sondern golden. Am 3. Juni jährt sich der Todestag des Schneeberger Ehrenbürgers Werner Kempf zum 20. Mal. Aus diesem Anlass wird RZTV am Montag in der Kompaktsendung an den großen, kleinen Mann erinnern. Der 1,44 Meter große Werner Kempf war ein bekannter und beliebter Mundartdichter und Maler. Außerdem war er Mitbegründer des Erzgebirgsensembles. In den 1990er Jahren, wir hatten damals ein Studio in Schneeberg, war Werner Kempf unseren Kollegen dort ein gern gesehener Gast und guter Ratgeber. Beim Maikonzert des Bandoneonvereins Karlsfeld im Bürgerhaus Grüner Baum war die brasilianische Fahne überall zu sehen. Damit wollten die Erzgebirger ihre Freunde in Pomerode, einem Ort in Brasilien, erfreuen. Dorthin hat man gute Kontakte. Zu Beginn des Jahres waren Orchestermitglieder in Pomerode zu Gast. Mit dem aktuellen Kontakt wurde die Partnerschaft vertieft. Während der Veranstaltung war sogar eine Verbindung nach Brasilien zustande gekommen. Musikalisch begann das Konzert mit dem Steigermarsch. Bis zum anschließenden Stück vom alten Kameraden erfreuten die Musiker die Gäste mit ihrem vielseitigen Repertoire. So erklang neben Stücken wie der Annemarie-Polka und dem Hutzenmarsch auch Country Roads oder ein ABBA-Medley. Thank you.
Zum Schluss des Rückblicks ein Ausblick, natürlich wieder aufs Magazin hier bei ERZ-TV. Da lauten die Schlagzeilen Runde für Runde, Spenden fürs Erzgebirgshospiz, Tag für Tag neue Mieter in alter Schule und Stück für Stück Genuss für Gaumen- und Musikliebhaber. Wenn das für Sie interessant klingt, dann schalten Sie ein, das Magazin läuft zu jeder vollen ungeraden Stunde. Noch mehr von uns gibt's auf erztv.de und auf unserer Facebook-Seite. Ihnen jetzt einen schönen Rest vom sonnigen Wochenende. Bis Montag zur nächsten aktuellen Kompaktausgabe. Glück auf!